Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 53. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass gerade in den schwersten Stunden unseres Lebens, gerade in den größten Prüfungen, du dich auf eine besonders machtvolle Art und Weise offenbaren kannst und willst. Und so bitten wir dich auch jetzt, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose 44. Der Becher ist im Sack von Benjamin gefunden worden und alle Brüder sind zurück zu Josef gekommen. Und Judah versucht nun etwas zu tun, um Benjamin zu retten. Wir lesen in Vers 19: Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn: wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben, der ihm in seinem Alter geboren wurde und dessen Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter und sein Vater hat ihn lieb. Früher hatte es Juda und seine Brüder gestört, dass der Vater einen Lieblingssohn hat. Jetzt haben sie Mitleid mit Benjamin und Mitleid mit Jakob. Da sprachst du zu deinen Knechten, bringt ihn zu mir herab, damit ich ihn sehen kann. Da sprachen wir zu meinem Herrn, der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er seinen Vater verließe, so würde dieser sterben. Du versprachst zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Als wir nun zu deinem Knecht und zum Vater kamen, da verkündeten wir ihm die Worte unseres Herrn. Und als unser Vater sprach, geht hin und kauft uns wieder etwas zu essen, da antworteten wir, wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist. Dann wollen wir hinabziehen, denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns. Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen und ich musste mir sagen, gewiss ist er zerrissen worden und ich habe ihn bis heute nicht wieder gesehen. Interessanterweise zeigt diese Passage, dass Jakob tatsächlich die Rahel als seine, eigentliche frau betrachtet hat wenn ihr nun diesen auch von mir nehmt und es stößt ihm mein unglück zu so werdet ihr meine grauen haare durch ein solches unglück ins totenreich hinunterbringen wenn ich nun zu deinem knecht meinem vater käme und der knabe wäre nicht bei mir an dessen seele doch seine seele gebunden ist so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Judah sieht plötzlich, welche Verantwortung er hat. Er spürt, dass er durch sein Verhalten etwas für Jakob oder gegen Jakob tun kann. Weißt du? welchen Einfluss dein Verhalten zum positiven oder negativen für andere Menschen hat, denkst du auch zuerst an andere, so wie Judah hier zuerst an das Wohl seines Vaters und an das Wohl seines jüngeren Bruders Benjamin denkt? Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt. Und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich vor meinem Vater die Schuld tragen mein ganzes Leben lang. Darum nun, darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hier bleiben, anstatt des Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Das ist vielleicht der Höhepunkt der gesamten Josefsgeschichte. Nicht Josef, sondern Judah ist der eigentliche. In dieser Perspektive, Judah, der verlorene Sohn, der noch einige Zeit zuvor seine Schwiegertochter beinahe verbrannt hätte, weil er von ihr gehört hatte, dass sie Hurei betrieben hat, obwohl er seine eigene Sünde gar nicht als solch erkannt hatte. Er ist es, der hier sein Leben für das Leben seines jüngeren Bruders anbietet. Er selbst wird zum Typus für Jesus der sein Leben gegeben hat für mich und für dich. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater treffe. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen. Vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen! Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab, und er weinte laut, dass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Selbst wenn wir gesündigt haben. Und wenn durch unsere falschen Entscheidungen viel Leid entstanden ist, so kann Gott doch unsere Fehler benutzen und durch seine Macht und durch seine Weisheit die Ereignisse so lenken, dass sogar noch Leben gerettet wird. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht. Und es werden noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden. Und euch am Leben zu halten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Josef konnte im Nachhinein sehen, wie Gott seine Hand im Spiel hatte, selbst als er Schlimmes erlebt hat, dass Gott doch bei ihm gewesen ist und alles geführt hat. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt, komm zu mir herauf, herab, zögere nicht, und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört, preist den Herrn. Wir alle werden einmal sehen, wenn wir zurückschauen, dass Gott auch gerade in den dunkelsten Momenten unseres Lebens, seine Hand in unserem Leben gehabt hat und uns geführt und geleitet hat, wie es zum besten von uns gewesen ist. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir sehen dürfen, dass du Wege hast, von denen wir nichts ahnen und dass auch in den Situationen, die wir nicht verstehen können, du nur das Beste für uns willst und dass es einmal einen Zeitpunkt geben wird, wo wir das auch erkennen können. Das danken wir im Namen Jesu. Amen. Thank you.